Gut, prima. So, jetzt haben wir also einen tollen Taschenrechner, wo wir sogar Strings und Listen haben. Aber dass man damit mehr machen kann, das ist noch nicht so klar. Was gibt's denn sonst noch? Jetzt kommen neue Sachen, die wir in einem normalen Taschenrechner nicht so drin haben. Ja? Der normale Taschenrechner, der hat so zwei Speicherstellen. Wenn ich die 3 eintippe und plus, dann wird die 3 in den Speicher geschrieben von dem Taschenrechner, dann tippe ich die 5 ein. Die ist dann an einer anderen Stelle im Speicher und wenn ich dann gleich sage, dann werden sozusagen diese beiden Speicherstellen ausgelesen, aufsummiert und an eine dieser beiden Stellen geschrieben. Das sind also zwei solche Leerstellen, wo ich was reinschreiben kann. In der normalen Programmiersprache hat man beliebig viele von diesen Dingern und die heißen Variablen. Ja. Dann schauen wir uns auch an, wie man selber Funktionen schreiben kann. Wir haben ja schon Funktionen gesehen, die Print-Funktion, die Längenfunktion für die Länge einer Liste und man kann halt selber auch Funktionen schreiben. Okay. Und dann noch Libraries schauen wir uns auch an. Okay, fangen wir hier an. Die Variablen, die können so Zwischenresultate abspeichern. Und ich zeige Ihnen wieder das Beispiel hier so mit direktem Programmieren. Hier ist so ein Beispiel. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hier was programmieren um Area of a Rectangle. Ja, die Grundfläche eines Rechtecks wollen wir ausrechnen. Und typischerweise würde ich das jetzt ja so machen, 17 mal 42 und freue mich, prima, funktioniert. Aber das ist ein bisschen unübersichtlich, wenn diese Formel so richtig kompliziert wird. Ja, und deswegen machen wir das stattdessen so, dass wir jetzt hier sagen, x gleich 17, y gleich 42 und am Ende soll x mal y ausgerechnet werden. Da ist jetzt erstmal nichts anders, ja, aber ich kann jetzt leicht dieses Programm ändern, indem ich hier diese Inputs variiere und das Ganze wieder ausführe. Das ist jetzt also wie so eine Formelsammlung, die ich jetzt hier eingetippt habe, die ich immer wieder benutzen kann. Und ich kann also andere Inputs da reingeben, indem ich diesen Variablen unterschiedliche Werte gebe. Ja? Insbesondere könnte ich das jetzt hier auch noch toller dokumentieren und dahinter schreiben, das x, das ist die length of one side und das ist hier die length of the other side. Ja, also das kann man also viel schöner damit dokumentieren und schreiben. Und das ist zwar das Gleiche, als wenn ich einfach hinschreiben würde, 18.776 mal irgendwie was anderes sozusagen, aber das ist irgendwie viel verständlicher, was ich eigentlich machen wollte. Ja, damit habe ich es also nicht nur für den Computer verständlich hingeschrieben, sondern ich habe es mir selber auch besser dokumentiert. Ja? Gut, das ist jetzt also praktisch, weil man damit so eine Art kleines Mini-Programm geschrieben hat. Ja, das ist also, kann ich jetzt mit verschiedenen Zahlen benutzen, ja, und da also was einsetzen. So, wie kann man daraus denn jetzt eine Funktion machen? Ja, jetzt haben wir schon so eine Zelle, aber wäre natürlich toll, wenn wir jetzt dieser Zelle oder dem Code in der Zelle einen Namen geben, sodass wir den irgendwo anders in dem Programm wieder benutzen können. Und das bedeutet, das macht man, wenn ich also meine eigene Funktion definiere. Ja, und wie machen wir das? Das zeige ich Ihnen ja halt. Ich mache einfach Folgendes. Ich sage jetzt hier, jetzt kommt was Neues. Ich definiere jetzt was. Das ist ein neues Schlüsselwort, was wir bisher nicht gehabt haben. Ja, ich definiere jetzt eine Funktion Area, so heißt sie, Klammer auf, Klammer zu, das soll also eine Funktion sein. Das ist wie früher in der Schule, da hießen die Funktionen auch irgendwie f von x oder sowas. Und jetzt definieren wir eine Funktion f von x, y. Ja? Und das bedeutet jetzt also, ich möchte das hinterher folgendermaßen benutzen, ich möchte irgendwie sagen können, Area von 17,42 und dann soll der mir das ausrechnen, ja, ohne dass ich die Formel jetzt dann immer wieder hinschreiben muss. Und um das zu machen, muss ich jetzt die Sache, die hier steht, irgendwie abändern. Und zwar, zunächst mal muss man jetzt hier hinten einen Doppelpunkt hinterschreiben. Ja, das muss man einfach so schlucken. Das ist jetzt Python-Syntax und wenn man eine Funktion definiert, schreibt man also dieses def, dann den Funktionsnamen, Klammer auf, Klammer zu und dazwischen kommt eine Reihe von Input-Argumenten und danach kommt ein Doppelpunkt. Okay? Und der Doppelpunkt, der beendet sozusagen die Signature, die Signatur von diesem Dingen. Das Dingen ist die sogenannte Signatur. Und es sagt mir, wie viele Inputs gibt es hier und wie heißt die Funktion. Das ist also Teil der Signatur hier. So, nach diesem Doppelpunkt kommt der sogenannte Body. Okay? Und der Body enthält jetzt den Code, der ausgeführt werden soll. Ja? Und das ist jetzt in diesem Fall, bekomme ich den Body, indem ich das jetzt hier alles eindrücke. Und das war die Sache mit dem Whitespace. Ja, in Python definiert man jetzt so einen Codeblock, so eine Folge von Befehlen zu einer Einheit, indem man sie gleich einrückt. Okay, ich definiere hier also die Funktion Area, ja, und die hat also folgenden Body. Das geht also hier los, Body starts
here, ja, und der Body ends here. Das ist also der Code, der dann da ausgeführt wird zwischendurch. Ja. Und jetzt können wir das mal einfach definieren. Das habe ich einfach abgeschickt wie einen normalen Befehl. Frage? Ist die Signatur jetzt diese ganze Zeile, die mit Definition geht, oder ist es in der Doppelpunkt? Mit Signatur meine ich sozusagen den Namen der Funktion und die Parameter. Ja, das ist die Signatur. Aber gut, dass Sie nachfragen. Das ist in jeder Programmiersprache wieder so ein bisschen anders. In manchen Programmiersprachen müsste zur Signatur auch noch dazugehören, was ist denn der Rückgabewert? Bekomme ich da eine Zahl wieder von dieser Funktion oder ein String oder gar nichts? Ja, das würde auch noch Teil der Signatur sein. Unter Umständen ist auch noch Teil der Signatur, dass ich hier oben einschränke und sage, das ist aber nur definiert, wenn x eine Zahl ist oder sowas. Also ich könnte da auch noch den Datentyp definieren. In Python definiert man das nicht, was für ein Datentyp reinkommt, sondern man sagt einfach, da kommt zwei Sachen rein. Die erste Sache heißt x, die andere heißt y. So, und wenn ich das jetzt hier mache und ausprobiere, dann passiert nichts. Ja, und hier gibt es jetzt verschiedene Probleme. Zum einen, hier kommt zwar ein x und y rein, aber dann in dieser ersten Zeile von meinem Body überschreibe ich den Inhalt von x mit einer neuen Zahl. Ja, das ist natürlich nicht schlau. Ja, das sollte ich also irgendwie hier auskommentieren erstmal. Ja, das Auskommentieren ist auch zum Rumspielen natürlich wunderbar. Da kann man jetzt mal so eine Zeile Code, wo man sich nicht so sicher ist, ob man sie nochmal braucht, kommentiert man einfach aus und dann wird sie ignoriert. Ja, und die nächste Zeile, da gilt natürlich das Gleiche dafür. So. Und jetzt, wenn ich sie so definiere, wenn ich sie umgeschrieben habe, muss ich natürlich nochmal Shift Return drücken in dieser Zelle, damit das Ding definiert ist. Und jetzt gucken wir, ob es jetzt klappt. Klappt immer noch nicht. Ja, und das Problem hier ist jetzt, die Funktion wird ausgeführt, ja, aber sie gibt nichts zurück. Da fehlt jetzt noch was. Das war zwar bisher so, dass wenn man die letzte Zeile in einer Zelle ausführt, dann wird das in zurückgegeben, aber bei Funktionen ist es nicht so. Bei Funktionen muss ich jetzt hier noch ein neues Wort davor schreiben und das heißt return. Okay, das heißt also, das ist jetzt eine richtige Funktion, weil ich habe irgendwie so ein Input x und y und dann wird was ausgerechnet x mal y und der Wert wird zurückgeliefert. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert und jetzt funktioniert das Ganze so, wie es soll. Okay, wenn Sie möchten, damit wir jetzt wenigstens hier einen kleinen Body haben, können wir natürlich auch das irgendwie so zwischenzeitlich in die Variable z abspeichern. Ja, wir rechnen mit der Variable z, haben wir jetzt was ausgerechnet und dann geben wir einfach den Inhalt der Variable z zurück. So, diese Funktion, die kann ich jetzt halt wunderbar benutzen, ja, bla bla bla, und der rechnet das halt immer passend aus, die Fläche. Das hat jetzt verschiedene Vorteile. Zum einen könnten Sie jetzt eine Funktion von jemand anders bekommen, der sie Ihnen per E-Mail zuschickt. Und der andere ist vielleicht irgendwie eine Nobelpreisträgerin, die was ganz Tolles, einen komplizierten Algorithmus erfunden hat, der in diesem Code drinsteckt. Ja, Sie verstehen kein Wort, ist aber egal. Sie müssen das nur Ihrem Python vorsetzen, einmal abschicken und danach können Sie die Funktion benutzen, als hätten Sie sie selber geschrieben. Ja, das ist also so eine Art, wo man so kleine Kochrezepte verpacken kann, so eine Funktion, sodass man da nicht reingucken muss, um sie zu benutzen. Ja, man muss da nichts von verstehen, wie das Ganze funktioniert. Man benutzt das einfach nur. Gut, soweit so gut, haben wir also unsere erste Funktion geschrieben. Ja, das ist also genau das ungefähr, was ich hier geschrieben habe. Ehrlich gesagt, der Code, der sieht noch schöner aus. Hier das mit dem Start, Body Starts hier und so. Vielleicht ändere ich das noch auf den Slides. Aber ich glaube, Sie haben das grob verstanden, was ich hier gemacht habe. Wenn man sie jetzt aufruft, hier ist jetzt nochmal die Funktion, hat man noch verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also ich kann das einerseits, hier wird jetzt x gleich 3 benutzt und y gleich 4, hier werden andere Zahlen benutzt. Das ist irgendwie das Gleiche wie da oben, uninteressant. Aber ich kann die Funktion auch aufrufen auf so eine seltsame Art und kann sagen, Area von x gleich 17, y gleich 42. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Buchstaben benutzen, die die Funktionsdefinition benutzt und dadurch kann ich also genau sagen, welches Argument soll welche Zahl bekommen. Insbesondere kann ich auch die Reihenfolge vertauschen und es funktioniert trotzdem. Ich kann also jetzt hier auch sagen, Area, Klammer auf, y gleich 100, Komma x gleich 20, Klammer zu. Für die Area ist es natürlich egal, ja, weil es ist egal, ob ich so oder so rum multipliziere, kommt das Gleiche raus, aber für andere Funktionen kann das natürlich hilfreich sein. Ja. Das ist in Python sehr schön und außerdem ist es natürlich sehr lesbarer Code, weil ich irgendwie sehe, aha, Area und das x ist das eine, y ist das andere und so, das ist irgendwie dann ganz verständlich. Und diese Art von Aufruf werden wir auch immer mal wieder sehen. Ja. Und damit Sie das schon mal gesehen haben, steht es hier mit auf dem Slide.
Gut, hier kommen jetzt noch so ein paar Details. Also dieses Ding hier oben, das ist so die Signature und dann die ganzen Zeilen. Ich hätte hier vielleicht ein Beispiel machen sollen mit mehr als einer Zeile, nennt sich der Body. Ja, das Keyword hier oben ist dieses def. Damit weiß Python also, jetzt kommt was Neues, eine neue Funktionsdefinition. Der Doppelpunkt ist essentiell. Damit weiß Python, dass sozusagen diese def irgendwie zu Ende ist und jetzt ein Body kommt, ja. Und zwar der Code, der immer ausgeführt werden soll. Dann hier typischerweise macht man hier 4 Leerzeichen hin, um den Body einzurücken. Man kann auch eine andere Anzahl nehmen, aber nehmen Sie einfach 4. Das machen alle so, ja. Und es ist eine gute Konvention, das so zu machen wie alle, ja. Es muss zumindest der Body gleich eingerückt sein. Und ihn gar nicht einzurücken, würde nicht funktionieren. Ja? Können wir einmal ausprobieren. Nehmen wir nochmal diese Funktion hier, diese Zeile hier, die schmeiße ich jetzt mal weg. Das schmeißen wir auch weg. So, das funktioniert ja, das ist prima. Jetzt machen wir hier mal eine andere Einrückung und es funktioniert immer noch. Okay? Machen wir die Einrückung mal ganz weg und schauen, was passiert. Und dann gibt es irgendwie eine Fehlermeldung. Und schauen wir uns mal die Fehlermeldung an. Indentation Error, also so ein Einzugsfehler. Er erwartete einen eingeschobenen Block, so einen eingezogenen Block. Und warum erwartet der denn hier? Der Grund ist, weil hier ein Doppelpunkt steht. Ja? Der Doppelpunkt sagt, jetzt kommt ein Block Code und der muss eingerückt sein. Sie sehen jetzt hier dieses Syntax-Highlighting, also dass er das so bunt macht, das ist rot, 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 rot und sobald ich 4 habe, ist es grün. Also normal und dann sieht es richtig aus. Das heißt, er hilft einem so ein bisschen, dass es irgendwie guter Code wird. Prima, soweit so gut. Was haben wir sonst noch? Das Keyword Return. Ja, Sie müssen kein Keyword Return drin haben. Sie können auch eine Funktion schreiben, wo Sie irgendwelche Print-Statements drin haben, die dann einfach nur irgendwas auf dem Bildschirm schreiben, ja, und die nichts zurückliefern. Das ist nicht erzwungen, aber im Fall dieser Area-Funktion ist es irgendwie schlau, wenn da eine Zahl zurückkommt. Ja? Alternativ wäre natürlich hier, dass wir am Ende schreiben Print-Set. Kann man auch machen, ja, könnte man machen. Da würde man jetzt, wenn ich den Code ausführe, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich könnte hier sogar sagen, the product or the area is und dann irgendwie mit so einem Komma. Ja, dann macht er das irgendwie auch brav und macht das noch so ein bisschen hübscher. Da haben wir jetzt gerade noch zwischendurch mal was über die Print-Funktion gelernt. Bei der Print-Funktion kann ich also so eine ganze Reihe mit Komma trennen, ja, und dann wird das alles ausgegeben und noch eine Leerstelle dazwischen gemacht. Hier ist sogar eine Leerstelle zu viel, sehe ich gerade. So sieht es besser aus. Kann man auch machen. Das Problem ist, diese Funktion ist jetzt natürlich, ja, die ist, kann man machen, reicht für die Hausaufgaben, ne, oder sowas, wenn man das dann so ausgibt. Aber wenn ich jetzt anschließend kompliziertere Sachen programmieren möchte, wo ich die Area-Funktion selber wieder brauche, ja, dann möchte ich natürlich nicht eine Funktion aufrufen, die mir den ganzen Bildschirm vollschreibt, die ganze Zeit, ja, sondern dann will ich nur die Zahl haben und verwerte das dann weiter, ja. Deswegen würde man das eher so schreiben, dass man hier irgendwie sagt, also das kann man zu Debugging Process für dafür drin lassen und stattdessen schreibt man lieber Return Set. Debugging habe ich jetzt gar nicht gesagt, was das ist. Ja, Debugging heißt, die Fehler aus dem Programm rauswerfen. Ja, ein Bug im Computerprogramm ist ein Fehler im Computerprogramm. Ja, kann man sich jetzt fragen, warum benutzen die Informatiker so blumige Ausdrücke für Fehler im Computerprogramm? Warum nimmt man da einen Bug? Also ein Bug ist ein kleiner Käfer und der erste Bug war ein Bug. Ja, das war also ein kleiner Käfer, der irgendwo in dieser riesigen Rechenmaschine drinsteckte und ein Relais blockiert hat. Ja, das war also tatsächlich ein Bug. Das Programm lief nicht, dann wurde die Maschine untersucht und es wurde ein Käfer gefunden und das war der Bug. Deswegen heißt es so. Also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, die Geschichte, aber ich meine, es gibt sogar ein Bild von diesem Käfer irgendwo. Ja, vielleicht ist das auch fake. Gut, und das heißt, Debugging bedeutet also, die Bugs rauswerfen. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie komplizierteren Code schreibe, wo diese Area-Funktion benutzt wird und es funktioniert nicht und ich weiß nicht, woran es liegt, dann mache ich einfach Folgendes. Ich kommentiere das Ding hier einfach wieder ein, ja, und lasse es dann laufen. Und dann, immer wenn die Funktion Area aufgerufen wird, wird zumindest schon mal das Area zwischendurch rausgeworfen und ich kann gucken, ob das zumindest schon mal Sinn macht. Das wird auch brav weiter benutzt, also die Funktion liefert trotzdem ein Set, ja, aber sie schmeißt noch was raus und gibt mir so ein paar Zwischenergebnisse, wo ich das dann vielleicht rauskriege. Dann könnte man das jetzt noch aufhübschen und würde das irgendwie so schreiben. Ja, und dann weiß man halt, das ist so eine Debug-Message. Ja, das ist also eine Nachricht, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Die ist jetzt nur mal angeschaltet. Die muss ich aber eigentlich wieder loswerden, wenn das Programm funktioniert.
Gut, so weit, so gut. So definiert man also eine Funktion. Jetzt gibt es noch weitere Varianten, habe ich gerade schon gezeigt. Ich kann hier irgendwelche Zwischenergebnisse basteln mit Variablen. Also der Body kann also mehrere Zeilen Code umfassen. Und die interessanten Funktionen umfassen natürlich auch mehrere Zeilen Code. Ja. Da gibt es jetzt natürlich solche... ja, wieder so Konventionen, wenn Sie programmieren und Sie legen los und Ihre Funktion wird länger und länger und länger und Sie sind schon ganz stolz, Ihre Funktion geht über 7 Bildschirmseiten oder sowas. Super, ich bin ein richtiger Programmierer oder sowas. Dann ist es eigentlich nicht so toll. Ja? Typischerweise möchte man Funktionen schreiben, die kurz sind, die idealerweise auf eine Bildschirmseite draufpassen, weil das so schön übersichtlich ist. Ja, und wie macht man das? Naja, wenn man merkt, dass es so lang ist, dann zerstückelt man die lange Funktion besser in Teile und schreibt für jeden Teil, der irgendwie semantisch Sinn macht, eine Funktion und die eigentliche Funktion ruft dann nur die anderen Funktionen auf. Das heißt also, man sollte die Sachen so häppchenweise verarbeiten, dass man immer so kleine Funktionen bastelt, die sich dann gegenseitig benutzen. Ja, das ist also so eine Art Puzzle oder so eine Art Lego-Spielen, wo sie so kleine Sachen basteln, die dann immer größer werden und immer komplizierter.